Eine weitere Steckbriefaufgabe. Wir suchen eine Funktion vierten Grades und der Graph dieser Funktion ist symmetrisch zur y-Achse. Und dann sind noch zwei Punkte gegeben, der Hochpunkt und der Tiefpunkt. Zunächst mal schreibe ich die allgemeine Form von Funktion vierten Grades auf. Das ist f von x gleich ax hoch 4 plus bx hoch 3 plus cx hoch 2 plus dx plus e. Als nächstes trage ich die Punkte ein, die wir haben in das Koordinatensystem. Das ist einmal 2 minus 2. 2 minus 2 wäre hier und das ist der Hochpunkt. Und dann haben wir in 0 minus 3 einen Tiefpunkt. So, jetzt müssen wir mal strategisch rangehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Unbekannte. Mal gucken, wie wir das reduzieren können. Zunächst mal steht hier in der Aufgabenstellung, wir haben eine Funktion vierten Grades und der Graph ist symmetrisch zur y-Achse. Symmetrisch zur y-Achse heißt, wir haben nur gerade Exponenten. Das bedeutet, alle x-Terme, wo zum Beispiel hier x hoch 3 steht oder hier x hoch 1, die fallen weg. Also das könnte man schon mal durchstreichen, x hoch 3 und x hoch 1. Bleiben noch drei Unbekannte. Jetzt können wir einen dieser Werte direkt ablesen, nämlich dieses e. Die letzte Zahl, die ohne x steht, die ist immer der y-Achsenabschnitt. Der y-Achsenabschnitt ist in diesem Fall minus 3. Das heißt, e ist minus 3. Um das Ganze übersichtlicher zu machen, werde ich jetzt diese Funktionsgleichung nochmal aufschreiben. Und man sieht, es sind nur noch zwei Unbekannte, habt ihr jetzt a und b genannt. Nochmal zur Wiederholung, woher kommt diese 3? Die kann man hier ablesen, denn das ist der y-Achsenabschnitt. Warum steht hier nur noch x hoch 4 und x hoch 2? Was ist mit x hoch 3 und x hoch 1 geworden? Die fallen raus, denn wir wissen, wenn der Graph symmetrisch zur y-Achse, also hier, zu dieser Achse symmetrisch ist, dann gibt es nur gerade Exponenten. 3 ist ungerade, 1 ist ungerade. So, wir haben jetzt noch zwei Unbekannte, wir brauchen also zwei Gleichungen. Wir können zum Beispiel sagen, f von 2 gleich minus 2. Das ist dieser Punkt hier, 2 minus 2, also f von 2 ist gleich minus 2. Zudem haben wir an diesem Punkt 2 minus 2 einen Hochpunkt, das heißt, die Ableitung an der Stelle ist 0. Das wird die zweite Gleichung, also f' von 2 ist gleich 0. Der Funktionswert der Ableitungsfunktion an einer bestimmten Stelle gibt die Steigung der Funktion f von x an. Die Steigung an dieser Stelle ist 0, denn wir haben es mit einem Extrempunkt zu tun. Das heißt, die Ableitung muss an dieser Stelle 0 sein. Wir brauchen also auf jeden Fall auch die Ableitungsfunktion. Die ist f' von x gleich 4ax hoch 3 plus 2bx. Die 3 fällt weg. Und jetzt kann man einsetzen. Also f von 2 gleich minus 2. Überall, wo x steht, wird 2 eingesetzt. Das ergibt folgende Gleichung. Also 2 hoch 4 ist 16, 16a plus 2 hoch 2 ist 4, 4b minus 3. Und das Ergebnis ist gleich minus 2. So, wir können noch sagen, auf beiden Seiten plus 3. Dann steht da 16a plus 4b gleich 1. So, ich nenne diese erste Gleichung mal römisch 1. Die zweite Gleichung, f' von 2 gleich 0. Also wir setzen die 2 in f' ein und das Ergebnis muss 0 sein. Das wäre dann 32a, also a hoch 3 ist 8 mal 4 ist 32, plus 2 mal b mal 2 ist 4b, ist gleich 0. So, diese zweite Gleichung nennen wir römisch 2. So, jetzt können wir sagen, erste Gleichung minus zweite Gleichung, dann fällt dieses 4b hier weg. Also 16a minus 32a ist minus 16a. Also minus 16a. 4b minus 4b ist 0. Und 1 minus 0 ist 1.
Also minus 16a gleich 1. Gleich 1. Dann ist a gleich minus 1 Sechzehntel. So, das ist das erste Ergebnis. A ist gleich minus 1 Sechzehntel. Das können wir jetzt einsetzen, zum Beispiel in Römisch 1. Also 16 mal minus 1 Sechzehntel ist minus 1. Minus 1 plus 4b ist gleich 1. Beide Seiten plus 1. Dann ist 4b gleich 2. Beide Seiten geteilt durch 4. Und dann ist b gleich 1 halb. B ist gleich 1 halb. Wie lautet dann die Funktionsgleichung? Das mache ich ein bisschen kleiner. Das wäre dann f von x gleich minus 1 Sechzehntel x hoch 4 plus 1 halb x hoch 2. Y-Achsenabschnitt fehlt noch. Y-Achsenabschnitt war minus 3, also minus 3. Und das ist unsere Funktion. Du kannst es ja mal in einen grafischen Taschenrechner eingeben und gucken, ob das stimmt. Ich bin jetzt aber hier erstmal fertig.